So, ich habe gerade gehört, Kennzeichen guter Schule ist, dass sie pünktlich anfängt. 13.45 Uhr, ich habe die Anzeige der Zeitanzeige im Blick. Ich begrüße Sie hier alle in unserem Workshop 1. Kommt nur herein, wir haben noch Platz, satt und genug. Mein Name ist Gudrun Zentes, ich bin Mitglied im Ausschuss für Schule und Weiterbildung, da allerdings zuständig für die Weiterbildung, also alles das, was an individuellen Leben, nach der Lernen nach der Schulzeit kommt, dafür bin ich in der Fraktion zuständig. Dennoch darf ich heute hier mit Ihnen den Workshop gestalten, gemeinsam mit Uwe Gronert. Ich bin Mitglied im Sprecherinnen-Team der Landesarbeitsgemeinschaft Bildung, der Grünen, eine Organisation auf Landesebene, die sich mit Bildungsfragen befasst und auch die Ministerin berät und mit ihr zusammen diskutiert. Vom Beruf bin ich Schulleiter am Comenius-Berufskolleg in Witten, einer Bildungseinrichtung, die hauptsächlich Erzieherinnen und Erzieher und Heilerziehungspflegerinnen und Pfleger ausbildet und insofern auch durchaus Kontakt über die offene Ganztagsgrundschule zum Primarbereich hat. Und wir finden immer, dass die innovativsten Anregungen auch für unsere Ideen zum selbstständigen Lernen aus dem Grundschulbereich kommen. Und deshalb freue ich mich auch hier wieder, Anregungen zu finden. Aber diese Anregungen kommen natürlich aus der Praxis und deshalb begrüßen wir zunächst. Und zwar die Primus-Schule Schalksmühle mit Anja Krause als stellvertretende Schulleiterin und Astrid Bangert, die die Abteilungsleiterin ist. Gisela Graveler kommt von der Wartburg-Grundschule in Münster. Ja, und dann geht es weiter zur Profilschule nach Ascheberg. Gekommen ist hier Frau Silke Reimann-Perez. Ihr Kollege ist erkrankt. Ja, der Kollege ist erkrankt. Wir haben Frau Fuchs dabei. Wunderschön. Und Sie haben auch noch Schülerinnen mitgebracht. Und last but not least begrüßen wir Herrn Norbert Gießen, der auch von der Europaschule in Rheinberg kommt und auch Schülerinnen und Schülerinnen mitgebracht hat. Klar, um euch geht es ja schließlich. Dankeschön, dass ihr gekommen seid. Und damit wir gut im Zeitplan bleiben, fangen wir jetzt auch direkt an mit Frau Krause und Frau Bangert. Haben Sie den Pointer? Gut, dann sage ich Feuer frei für Ihre guten Ideen. Ja, wir kommen von der Primus-Schule in Schalksmühle. Das ist eine Schule mit Primar- und Sekundarstufe 1 im Schulversuch seit 2014 am Start und werden Ihnen jetzt ein paar Sachen zu unserer Schule organisatorisch, aber auch wie bei uns gelernt wird, kurz darstellen. Wir sind eine Schule von 1 bis 10, das heißt Jahrgang 1 bis 10 und wir sind eine Schule, die in Stufen unterrichtet. Pro Jahrgang können wir 60 Kinder aufnehmen. Wir sind eine kleine Schule, das heißt eine zweizügige Primus-Schule, weil es im Ort keine weiterführende Schule mehr gibt mit einem ganz kleinen Schulträger. Unter 12.000 Einwohner hat Schalksmühle und damit sind wir aber eine sehr stark protegierte Schule, auch vom Schulträger mit ganz viel Unterstützung. Wir haben eine Stufe 1 und in der Stufe 1 werden die Jahrgänge 1, 2 und 3 jahrgangsübergreifend unterrichtet. Diese Stufe ist bei uns im Moment auch schon ausgebildet. Das heißt, wir haben im Moment dort 8 Lerngruppen. In jeder Lerngruppe sind Kinder mit den unterschiedlichsten Jahrgängen drin. Daran anschließend ist dann die Stufe 2 bei uns, die mit dem Jahrgang 4, 5 und 6 im Moment noch nicht so ausgebildet ist, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber bei uns ist das Prinzip, dass wir nicht nach dem Jahrgang 4 einen Wechsel in eine andere Stufe haben, sondern tatsächlich schon nach dem Jahrgang 3. Das heißt, es wird kein Schnitt gemacht von Primar- in Sekundarstufe, sondern tatsächlich wird unser ältester Jahrgang, das wird im nächsten Schuljahr der erste Mal der Fall sein, mit dem Jahrgang 5 und 6 gemeinsam unterrichtet. Auch dort werden wieder jahrgangsübergreifende Lerngruppen gebildet. Wir werden dort 8 Lerngruppen haben. Die Stufe 3 ist dann für uns der Jahrgang 7 und 8. Auch dort werden wieder jahrgangsübergreifende Lerngruppen eingerichtet. Und die Stufe 4 ist 9 und 10.
Im nächsten Schuljahr, wir sind kurz vor den Anmeldungen des Jahrgangs 5 fürs nächste Schuljahr, der Jahrgang 1, die Anmeldeverfahren sind schon gelaufen, wie bei allen Grundschulen entsprechend, der ist auch wieder ausgebucht, wird es so sein, dass wir den Jahrgang, die Stufe 1 ausgebaut haben, haben wir im Moment ja auch schon, und unsere erster Jahrgang 3 wird in die Stufe 2 wechseln, das heißt, wir werden dort tatsächlich den Übergang auch so gestalten können, dass unsere Kinder davon stark profitieren werden. Da sind wir ganz fest von überzeugt. Und wir haben dann auch die Stufe 3 dann ausgebaut. Im Moment haben wir nur den Jahrgang 7 in der Stufe 3. Wenn die hochrutschen, rutscht unser erster Jahrgang 6 in die 7 und der Jahrgang 9 und 10 natürlich beim Aufbau befindlicher Schule noch nicht entsprechend ausgebaut. Wir haben eine ganz, ganz hohe Akzeptanz. Wenn man jetzt noch mal genau guckt, auf den Jahrgang 4, dann ist es so, dass im Moment 60 Kinder aus dem aktuellen Jahrgang 3 vermutlich auch alle in den Jahrgang 4 gehen werden. Wir haben im Jahrgang 5, das Aufnahmeverfahren ist im Februar, wenn man sich so umhört, wird das wahrscheinlich wieder ein voller Jahrgang werden. Wir haben den jetzigen Jahrgang 5, der wird dann unser Jahrgang 6. Wir haben sehr gute Zahlen von Kindern mit den unterschiedlichsten Empfehlungen. Das heißt, wir haben im Moment in dem Jahrgang 9 Kinder mit reinen Gymnasialempfehlungen, die wir im letzten Jahr aufgenommen haben, 7 mit eingeschränkter, 23 mit Realschulempfehlung, 14 Kinder mit Hauptschulempfehlung und insgesamt sind in diesem Jahrgang 6, 8 Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf. Das heißt also, wir sind da eigentlich ganz gut aufgestellt. Auch so im Vergleich andere Gesamtschulen haben wir eine ziemlich hohe Rate an Akzeptanz, auch bei Eltern mit leistungsstärkeren Kindern, ihre Kinder zu uns zu geben. Was sicherlich auch ein Stück weit gleich auch in unserem Unterrichtskonzept liegen wird, was wir deutlich nochmal machen werden. Natürlich ist es so, wie wir vorhin gehört haben, bei uns ist die Schuleingangsphase flexibel möglich, aber auch ein flexibler Übergang in Stufen ist möglich. Das heißt, dass wir da tatsächlich auch eine Lernzeitverlängerung ganz individuell geben können. Was uns unterscheidet, auch von anderen jahrgangsübergreifend arbeitenden Grundschulen, ist, dass tatsächlich unsere Kinder nicht nach 4 einen Schnitt haben in ein anderes Schulsystem, sondern sie sind an einer Schule von 1 bis 10. Es gibt Eltern, die können sich entscheiden, dann nach dem Jahrgang 4 tatsächlich in eine andere weiterführende Schule zu gehen. Das bleibt abzuwarten, wie das Wahlverhalten der Eltern dann da sein wird. Für uns ist der Vorteil, der Wechsel der Kinder von einer Stufe in die andere Stufe bietet den Kindern. Wir haben ein Schulgebäude mit mehreren kleineren Gebäudeteilen, die aber alle verbunden sind. Wir benutzen zum Beispiel eine Mensa für die Kleinen wie für die Großen. Das heißt, die Kinder haben bekannte räumliche Gegebenheiten, bekannte Organisationsformen. Unterrichtlich wird ganz stark aneinander angedockt. Die gleichen Elemente, die gleich nochmal dargestellt werden, gibt es sowohl in Stufe 1 als auch in Stufe 2 und auch in Stufe 3. Das heißt, die Organisationsformen finden sich wieder. Die Kinder, die dann wechseln in die Stufe 2, treffen wieder auf die Kinder, die sie eigentlich schon kennen, wenn die sie aus der Stufe 1 kennen, mit denen sie zusammen unterrichtet wurden. Sie treffen wieder auf bekannte Lehrkräfte, die bei uns stufenübergreifend eingesetzt werden. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass eine Primarstufenlehrerin für den Jahrgang 10 eingesetzt wird, aber zumindest in der angrenzenden Stufe trifft man wieder auf jemanden, den man schon kennt. Die Räume sind klar und im Prinzip alle ähnlich strukturiert und die Unterrichtsformen sind auch ähnlich. Ja, ich schließe dann jetzt an und werde Ihnen ein bisschen was über unseren Unterricht in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen erzählen. Bei uns findet man, also unser Unterricht basiert natürlich auch auf den Kernlehrplänen des Landes Nordrhein-Westfalen, da kommen wir ja auch nicht drum herum, aber man findet bei uns halt nicht die klassischen Fächer, die man aus der eigenen Schulzeit vielleicht auch noch kennt oder aus anderen Schulsystemen. Bei uns gibt es Lernbüroarbeit, da sind die Fächer Mathe und Deutsch für die Stufe 1 integriert und ab Stufe 2 ist auch das Fach Englisch mit im Lernbüro. Dann haben wir einen großen weiteren Bereich, das ist die Projektarbeit. Da finden sich wiederum andere Fachbereiche wie die Naturwissenschaften, wie Gesellschaftslehre, aber auch teilweise Musik und Kunst wieder. Wir haben einen weiteren
Schwerpunkt sind unsere Werkstätten. Die finden sowohl in der Stufe selber statt. Also es gibt einzelne Werkstätten, wo nur Stufe 1 Kinder sind. Es gibt aber auch Werkstätten, wo Kinder Stufe 1 und Stufe 2 gemeinsam Angebote wählen. Ne? Also Stundenplan organisatorisch lässt sich nicht jedes Werkstattangebot stufenübergreifend darstellen, aber da, wo es klappt, also eine Werkstatt mindestens in der Woche, treffen sich auch Kinder aus diesen beiden Stufen. Werkstatt, ich erkläre das gleich noch ein bisschen genauer. Dann haben wir aber auch ein wenig Fachunterricht, nämlich der Sportunterricht findet als Fachunterricht statt, genauso wie Religion, praktische Philosophie. Das sind so die Schwerpunkte, die man im Fachunterricht findet und den WP-Bereich dann für die Sek 1 ab dem Jahrgang 6. Im Lernbüro wird sehr individuell gearbeitet. Das, was wir vorhin auch schon mal gehört haben bei einem der Vorträge, die Kinder arbeiten dort an individuellen Inhalten. Es gibt Themenbausteine, die sehr differenziert gestaltet sind, dass also jedes Kind auch auf seinem Niveau dort anfangen kann zu arbeiten. Es arbeitet in seinem eigenen Tempo und durch dieses jahrgangsübergreifende Lernen ist es natürlich ganz toll möglich, dass Kinder auch voneinander lernen. Das heißt also, die schon im letzten Jahr vielleicht sich mit dem Thema beschäftigt haben, die sind dann schon die Experten für die, die jetzt neu dazukommen. Und dadurch kriegt die Lehrperson natürlich auch eine andere Rolle und Funktion, ist mehr der Lernberater. Aber auch die Kinder sind untereinander ganz tolle Lernberater und da profitieren alle von. Wir arbeiten mit Kompetenzrastern und an diesen Kompetenzrastern wird dann eben auch individuell zurückgemeldet, was ein Kind schon erreicht hat, was es schon kann und aber auch vielleicht noch mal wiederholen muss. Also es ist jetzt nicht so, dass alle zur selben Zeit eine Klassenarbeit schreiben, sondern ein Kind bearbeitet einen Themenbaustein und sagt dann in Mathe zum Beispiel so, ich bin jetzt soweit, ich möchte gerne den Lernnachweis schreiben, der ist kompetenzorientiert gestellt, dann bekommt es bei der Rückgabe einen Kompetenznachweis, wo die einzelnen Unterkompetenzen, die es erreicht hat, abgebildet sind und im Kompetenzraster kann dann eingetragen werden, dass wieder ein Baustein erledigt ist. Und was nicht erledigt ist, muss dann halt noch wiederholt werden. In der Projektarbeit organisieren wir das ein wenig anders. Da gibt es pro Schuljahr 5 bis 6 Projektthemen, an denen alle Kinder zur selben Zeit auch arbeiten. Diese Projektthemen sind immer fächerübergreifend angelegt. Es gibt ganz unterschiedliche Projektthemen, zum Beispiel die Steinzeit. Dann gibt es immer ein Grundgerüst, wo alle im Grunde mitarbeiten müssen, also so eine Basis wird für alle gelegt und dann arbeiten die Kinder aber projektorientiert schwerpunktmäßig weiter. Manche bauen dann eher Steinzeithöhlen nach, manche kümmern sich um Höhlenmalereien, andere wiederum kümmern sich um Kleidung oder um Waffen, die Steinzeitmenschen zum Jagen genutzt haben. Das ist also ganz individuell dann und was eben ganz wichtig ist, am Ende eines Projektthemas findet immer eine Präsentation statt. Manchmal sind es relativ große Präsentationen, wo dann auch viel Öffentlichkeit da ist. Manchmal sind es aber auch nur kleine Präsentationen, wo dann innerhalb der Stufe sich gegenseitig die Ergebnisse vorgestellt werden oder die Stufe 1 zum Gucken kommt. Das ist ganz unterschiedlich. Ja. Das ist der Timer. Die 10 Minuten wären jetzt rum. Okay. Wenn Sie jetzt so die wesentlichen Punkte noch mal erläutern, okay, dann haben wir noch mal 5 Minuten Zeit zum Nachfragen. Genau. Und dann hat die nächste Gruppe gut. Fachunterricht ist auch nicht so spannend. Das kennen Sie ja auch aus anderen Bereichen. Und im Werkstattunterricht, da ist eher neigungsbezogener Unterricht, dass Kinder auch ein Profil wählen können. Was weiß ich, es gibt Chorangebot. Und dieses Chorangebot macht ein Kind dann über mehrere Jahre hinweg zum Beispiel, also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Gut, das wäre ein Beispielstundenplan für unsere Ganztagsklassen in Stufe 1. Die haben alle Kinder, die in einer Ganztagsklasse bei uns sind, haben bis 15 Uhr Unterricht. Und
dadurch lässt sich natürlich gerade für die Kleinkinder auch so ein Schulalltag etwas lockerer gestalten mit sehr vielen Wechseln zwischen Anspannung und Entspannung und auch Spielzeiten. Und das kommt bei den Kindern auch sehr gut an. Dann haben wir einen Beispielstundenplan für die Stufe 2-3. Da findet man jetzt eben auch farblich eben orientiert die Lernbürozeiten wieder, die Projektarbeitszeiten, aber auch den Fachunterricht, wo ich gerade schon was zu gesagt habe. Würde ich jetzt das nicht so spannend eben weitermachen. Wir stehen natürlich auch vor großen Herausforderungen als eine Schule im Aufbau, die ganz viel Schulentwicklung betreiben muss. Und wir haben eben im Bereich der Personalentwicklung sehr große Herausforderungen, wenn es um Akquise von Lehrkräften geht. Schalksmühle ist ja sehr ländlich gelegen, da möchte nicht jeder hin. Und deswegen haben wir halt sehr viel Schwierigkeiten, entsprechend auch Personal zu finden. Da leiden wir sehr drunter. Und ein weiteres Problem ist manchmal, wenn es Lehrkräfte sind, die schon länger im Dienst sind, jeder bringt ja sein eigenes Rollenverständnis für seine Profession mit. Und da muss natürlich auch viel sich in den Köpfen entwickeln. Also man kann von einem Grundschullehrer nicht erwarten, dass er sofort eine Schule von 1 bis 10 mitdenkt. Und genauso wenig kann ich, wir haben ja auch Sek-2-Kollegen, sofort erwarten, dass der einen Blick auf ein Erstklässlerkind bekommt. Also das muss entwickelt werden, aber da haben wir gute Fortschritte gemacht, aber es ist auch immer wieder eine neue Herausforderung. Organisationsentwicklung ist vor allem, habe ich ja gerade schon gesagt, dieser Zusammenschluss von vom Primar- und Sek-1-Bereich, aber auch unsere Umbaumaßnahmen belasten uns da. Und Unterrichtsentwicklung ist besonders gerade im Sek-1-Bereich sehr schwierig, weil es eben für jahrgangsübergreifendes Lernen sehr wenig Material gibt. Ja, also wir sind ganz, ganz stark gefordert, eigenes Material zu entwickeln. Und das ist natürlich sehr zeitintensiv und auch sehr belastend, aber auch sehr erfolgreich. Ja, das überspringe ich jetzt. Weiß ich nicht. Ja, Zeit wäre jetzt auch so. Ja, genau. Vielleicht also noch so einen kleinen Einblick. Genau. Also wenn man sich das nochmal genau anguckt, hier ist so ein Luftbild, dann wäre das für nochmal zu sehen, da wo das rot markiert ist hier, da ist tatsächlich ist auch so, dass das gerade im Abbruch ist. Wenn man sich das konkret vorstellen will, dann sieht das gerade so aus, ein Teil des Schulhofes mit einem Bagger, der da einen Teil des Gebäudes abgerissen hat, während Sie nebenan auf der linken Seite sehen, da läuft eben Schulbetrieb. Das ist sehr stark belastend. Auf der anderen Seite wird uns das erwarten, das sind schon Teile unserer Räume, die so aussehen, da haben wir Geduld und wir müssen immer wieder auch sagen, wie dankbar wir auch unserem Schulträger sind, dass der tatsächlich dieses Geld auch in die Hand genommen hat, um uns da zu unterstützen. Aber so wird es dann entsprechend in allen Klassen aussehen, helle Räume, große Räume mit Differenzierungsräumen, viel Verglasung und wir hatten vorhin gehört, eben wird es da laut, weil man kann ja durchgucken bis in die nächste Klasse, es wird tatsächlich nicht laut. Jeder ist auch eingeladen, sich das anzugucken. Wir haben immer dienstags Hospitationsmöglichkeiten, dass man wirklich ins normale Leben reingucken kann, nichts Gestelltes und so. Das ist natürlich tatsächlich eine gute Möglichkeit. Ja, und damit sind wir am Ende. Schön. Jetzt weiß ich nicht, an wen es weitergehen muss. Also, wir hatten uns kurz überlegt, Verständnisfragen lassen wir zu. Aber keine inhaltliche Diskussion, die schließen wir an die 4 Vorträge an. Da hinten gab es 2 Verständnisse, 3. Bitte. Eine ganz kurze, wenn ich richtig gerechnet habe, sind das, hier kann man da reinsprechen, super. Immer 3 Jahrgänge, a 60 Kindern in 8 Lerngruppen. Das heißt, jede Lerngruppe hat dann 22,5 Kinder. Das heißt, ihr bekommt auch mehr Ressourcen als andere weiterführende Schulen, Fragezeichen. Ja, ich habe die Frage, Sie haben Sportunterricht im Fachunterricht und in den Werkstätten. Ist das in Musik genauso, was ja auch gerade, was das Übergreifende angeht, ein sehr wichtiges Fach ist? Ja, vielen Dank. Mich würde auch interessieren, wie viele andere weiterführenden Schulen es denn auch so im näheren Umkreis der Schule selber gibt. Ich
Noch die Nachfrage, wie weit die Integration von Seiteneinsteigern, also Flüchtlinge, aber auch andere, die eben Deutsch ja nicht als Muttersprache haben, da auch ein Thema ist oder spielt das in der kleinen Gemeinde nicht so, so eine Rolle? Ja, ich würde vielleicht als erstes was zu der Nachfrage Sport, Fachunterricht, Sport, Musik sagen. Wir haben Musik schwerpunktmäßig im Moment in der Projektarbeit, aber auch in den Werkstätten angesiedelt. Also es gibt sowohl musikalische Werkstätten, aber wir haben auch immer wieder in der Projektarbeiten die Musik und auch Kunst mit integriert. Ja, also, aber immer am Thema des Projektes orientiert. Also im ersten Durchgang zum Beispiel, als wir mit der Steinzeit, als das Thema Steinzeit war, haben Kinder ein Steinzeitlied komponiert. Ja? Jetzt in diesem Durchgang hatten das Kinder eben nicht auf dem Schirm. Ne? Also es ist auch immer so die Frage, in welchem Schwerpunkt wird weitergearbeitet, aber es ist immer auch mit integriert, fächerübergreifend. Von den Stellenressourcen ist es so, dass wir nicht protegiert sind. Also das heißt, wir haben für den Primarstufenbereich die Lehrerstellenrelation, also Lehrer-Schüler-Relation wie die normalen Grundschulen auch, im Sekundarstufenbereich auch. Wir haben aber einen Stellenzuschlag von 0,5 für die gesamte Schule. Aber das ist natürlich, von 12 fast 13 Stunden ist das nicht so viel für die Schule. Also wir stemmen das tatsächlich aus dem normalen Stellenbudget, wie wir da arbeiten. Dann ist es, und den Ganztagszuschlag, wobei wir im Sekundarstufe, also ab dem Jahrgang 4, werden wir gebundener Ganztag sein. Das heißt, da haben wir den Ganztagszuschlag noch. Bis zum Jahrgang 3 sind wir offene Ganztagsschule. Da unterliegen wir einem anderen Finanzierungsmodell, wie es eben die offenen Ganztagsschulen auch sind. Mhm. Weiterführende Schulen am Ort gibt es keine einzige. Wir haben in Lüdenscheid sind die nächsten Schulen, da sind eben alle Schulenformen vorhanden, keine Sekundarschule, aber eine Gesamtschule. In anderen Kommunen, angrenzenden Kommunen ist eine Sekundarschule. Also da sind wir ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Es gibt 5 Primusschulen im gesamten Nordrhein-Westfalen und jede Bezirksregierung hat eine. Wir sind diejenigen aus Arnsberg. Seiteneinsteigerintegration ist in Schalksmühle kein riesiges Thema. Natürlich werden dort auch Flüchtlinge aufgenommen und auch Kinder mit entsprechendem Background bei uns auch beschult. Wir bilden aber keine Seiteneinsteigerklasse, sondern wir gucken immer wieder über das Rückkopplungssystem, wie viele Plätze haben wir zur Verfügung. Die besetzen wir, die geben wir weiter an das kommunale Integrationszentrum, wenn ich mich richtig erinnere, heißt das, glaube ich, so. Da werden dann die entsprechenden Plätze belegt, die Kinder gehen ganz normal mit bei uns, werden sofort integriert, haben auch gute Erfahrungen damit gemacht und kann dazu nur sagen, dass das jetzt aber auch nicht flächendeckend so ist. Aber wir haben in fast jeder Klasse mindestens ein Kind, ne? Ja. mit solch einem Background. Ja. Gut, dann leiten wir jetzt über zur Wartburg-Grundschule in Münster. Das macht Frau Gisela Grevela und Christine Grenitz. Ja, genau. Ich starte mal. Also die Wartburg-Grundschule liegt in... ich muss mich jetzt mal eben hier einarbeiten. Genau, die Wartburg-Grundschule liegt in Münster. Wir sind eine 40-jährige evangelische gebundene Ganztagsschule in städtischer Trägerschaft. Das ist so eine Besonderheit in Münster. Das Konzept wurde bereits 1979 entwickelt und ich muss ganz ehrlich nach wie vor sagen, ich bin jetzt seit 96 an dieser Schule, dass ich immer noch beeindruckt bin von der Weitsicht, die Pädagogen 1979 gedacht haben. Vielleicht schließen Sie sich gleich zu meiner Einschätzung an. Also das meiste ist wirklich so geblieben, wir entwickeln es weiter. Wir haben 399 Kinder, 57 Pädagogen, das schwankt natürlich immer. Wir sind vierzügige gebundene Ganztagsschule, das heißt, jedes Kind ist immer 35 Stunden da, ob es im ersten oder vierten Jahrgang ist. Von daher hat die Stadt pro Ganztagsklasse eine halbe Erzieherinnenstelle zur Verfügung gestellt, ansonsten würden wir das Gesamte gar nicht abdecken können. Wir sind Teamschule, das heißt, die Lerngruppen werden von multiprofessionellen Teams geleitet. Da kommen wir gleich noch zu. Ich hätte gerne gesagt, wir sind auch eine Primusschule. Wir haben unser Konzept fertig. 2011 ist es fertiggestellt. Wir würden auch gerne ausprobieren, wie das ist, wenn die Kinder von Jahrgangsstufe 1 bis Jahrgangsstufe 10 so selbstständig
lernen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass es nicht immer gleich eine ganze Folie ist. Unsere Schwerpunkt. Wir sind gebundene Ganztagsschule. Das heißt, wir haben eine Rhythmisierung. Wir wollen die Kinder ganzheitlich wahrnehmen. Und wie ich gerade schon sagte, sind wir eine professionelle Teamschule. Das, was uns ganz wichtig ist, ist die Vernetzung von klassischem Lernen und kulturellen Angeboten. Und zwar während des gesamten Schultages. Im Moment haben wir Schwerpunkte Musik, Theater, aber auch die Kunst. Inklusion, 1979 gab es einen Leitsatz, der hieß, Kinder sind verschieden. Wenn man in diesen Leitsatz jetzt tief hineingeht, dann ist das letztlich Inklusion. Das heißt, wir nehmen alle Kinder auf, die bei uns angemeldet werden. Es sei denn, wir kommen an die Kapazitätsgrenze. Jahrgangsübergreifend in der Jahrgangsstufe 1-2 sind wir seit 2001. Wir haben das damals sehr bewusst gemacht im Rahmen eines Modellversuches. Und zwar wollten wir die Heterogenität innerhalb einer Lerngruppe bewusst erhöhen, sodass niemand mehr auf den Gedanken kommen konnte, eine Lerngruppe ganzheitlich, jahrgangsstufenbezogen oder vielleicht auch im Abteilungsunterricht zu unterrichten. 3-4 haben wir 2005 auf Wunsch von Eltern dann auch so eingerichtet. Kannst du mal für mich, das ist sehr nett. Ja, Partizipation ist für uns ein ganz großes Thema, und zwar Verantwortung zu übernehmen für sich selbst, aber auch immer in der Gemeinschaft angesiedelt zu sein. Erziehungspartnerschaften mit Eltern ist uns ein großes Anliegen. Da, wo Eltern sich wohlfühlen, fühlen sich auch Kinder wohl. Das ist eine Devise, die bei uns immer stärker greift. Ich zeige einen ganz kurzen einen Stundenplan, den die Eltern bekommen. Eigentlich haben wir überhaupt keine festen Zeiten. Die Lerngruppen werden von Teams begleitet. Die Teams bereiten montags den Unterricht für die gesamte Woche vor. Und jeder kann quasi seinen Tag so strukturieren, wie er möchte. Wenn er zum Beispiel die Pause, wo eine Aufsicht auf dem Schulhof und auch innerhalb der Schule ist, anders gestalten oder anders zeitlich anders legen möchte, dann muss er eben halt die Aufsicht selbst auch übernehmen. Ja, und so sieht dann der Tagesplan aus. Man sieht also nicht nach Fächern, sondern die Kinder werden informiert. Es ist ein Leseanlass, was den gesamten Tag über passiert. Und schon kommen wir auf das Thema unserer heutigen Sitzung. Wir haben uns ganz bewusst entschieden, nicht so sehr den Übergang auf die weiterführende Schule zu legen, sondern unser Thema ist Vorbereitung auf lebenslanges Lernen. Wo natürlich die weiterführende Schule auch mit hineingehört. Die Vorbereitung auf lebenslanges Lernen fängt am ersten Tag an. Am liebsten würden wir schon in der Kita ansetzen. Also eigentlich müssten wir viel früher da tätig werden können. Uns ist es wichtig, dass die Kinder erfolgreich lernen. Wir glauben, dass das nur durch eine konsequente Individualisierung geht, die stärkenorientiert ist. Sodass die Kinder lernen, mit ihren Stärken bewusst umzugehen, aber auch genauso mit den Dingen, die sie vielleicht nicht so ausgebaut haben. Uns ist es wichtig, dass die Kinder gerade für ihr späteres Leben ein Selbstwertgefühl, genau so wie ich bin, bin ich richtig, und dass sie ein Standing entwickeln, das sie innerhalb der Schule mitentwickeln und aufbauen. Wir wollen, dass die Kinder verantwortlich für ihr Lernen werden, dass sie ihre Lernprozesse als auch die Freizeitaktivitäten selbst organisieren. Ja, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und für andere, ein großes Thema. Ich glaube, das Hauptziel, was sich in der letzten Zeit immer mehr rauskristallisiert, ist friedliche Menschen. Zu erziehen, finde ich, ist der falsche Begriff, aber die Kinder dahin zu begleiten, dass sie das später mithelfen umzusetzen. Von daher ist für uns ein Sozialverhalten, den Nächsten wertschätzen, sich einmischen können, kooperative Klärung zu haben, genauso wichtig wie die klassischen Schulinhalte. Anstrengungsbereitschaft, Arbeitshaltung, Arbeitsstrategien, wenn Kinder das gelernt haben, dann finden sie sich nicht nur auf weiterführenden Schulen, sondern auch vielen anderen Bereichen klar zurecht. Reflexionsfähigkeit, Selbsteinschätzung, das wissen wir, kann man vom ersten Tag lernen und Kinder können das auch ganz gut leisten. Soll ich für dich drücken? Gut. Der Punkt.
Zum Punkt Sozialverhalten, friedvolles Menschenbild möchte ich mich vor allem darauf beziehen, dass wir in allen Häusern der Wartburg-Grundschule Musikerklassen haben und wir festgestellt haben, was das für eine große Auswirkung auf Sozialverhalten in der Klasse hat, wie weitreichend Kompetenzen ausgebildet werden bei Kindern, die gemeinsam in einem Ensemble musizieren, die aufeinander hören gelernt haben, die da Rücksichtnahme gelernt haben und das auch jahrgangsübergreifend machen. Natürlich gehören auch solche Programme dazu, wie Faustlos, wie Magic Circle, wie die kooperativen Arbeitsformen und auch immer wieder das Präsentieren von dem, was ich erarbeitet habe im Großen Hausforum, beim Theaterspiel, beim großen Konzert im Stadttheater Münster. Sich einmischen, wenn andere in Not geraten, das ist so etwas, wo wir uns immer wieder für Zeit nehmen und wo die Kinder Raum bekommen, das zu trainieren, das zu lernen. Okay. Arbeitshaltung, Organisation. Also wir machen die Erfahrung, dass wenn Kinder von der weiterführenden Schule abgeschult werden, dass es in der Regel nicht das Kognitive ist, sondern mehr oder weniger die Arbeitshaltung. Wir achten darauf, dass immer alle pünktlich sind. Und wenn ich alle sage, meine ich immer Kinder als auch Kollegen und Kolleginnen. Startklar sein, genau wie wir Erwachsenen. Die Kinder kommen morgens, richten ihren Arbeitsplatz ein, wissen, mit welcher Aufgabe sie beginnen, haben das Arbeitsmaterial da und können sich dann nochmal mit anderen unterhalten, sodass, wenn der Unterricht startet, sie tatsächlich startklar sind. Tischgruppenarbeit gehe ich jetzt nicht ganz so stark drauf ein. Da geht es aber darum, dass ich nicht nur für mich selbst verantwortlich bin, sondern ich gucke auch, dass der Nachbar an meinem Tisch an bestimmten Stellen weiterkommt. Kooperative Lernformen sind uns sehr wichtig, um eben halt nochmal die gemeinsame Arbeit zu unterstützen. Vielen Dank. Das Material pfleglich zu behandeln, als auch ordentlich wegzuräumen, ist mehr als nur Ordnung in der Klasse zu haben, sondern auch da geht es darum, Verantwortung für Materialien zu übernehmen. Vielleicht sage ich doch noch ein Wort zur Green Card. Kinder, die eine gute Arbeitshaltung haben, können bei uns an jedem Ort in der Schule, ob in oder außerhalb von Schule, arbeiten, weil sie sich damit quasi das Zertifikat erworben haben, dass sie überall konzentriert arbeiten können. Du kommst schon als nächstes. Der Punkt Selbstständigkeit spiegelt sich natürlich auch wieder in ganz, ganz vielen Punkten, wo ich jetzt einmal rausgreifen, also in dem, was auch schon gesagt wurde, Arbeitsplatz, Arbeitszeit und sowas bewusst nutzen. Ich möchte einmal noch mal auf den letzten Punkt eingehen. Wir haben an der Wartburg-Grundschule regelmäßig Kindersprechtage. Diese Kindersprechtage werden von den Schülerinnen und Schülern bewusst vorbereitet. Sie überlegen sich, welche Themen sie mit einbringen möchten, bekommen auch Klarheit darüber, worüber wir mit ihnen sprechen wollen. Und genauso ist das bei Lernberatungsgesprächen, die in den individuellen Lernzeiten stattfinden, wo die Kinder selbstständig mit dafür verantwortlich sind, was in diesen Beratungsgesprächen Thema wird. Ja, zielgerichtetes Lernen, auch das, da sind wir der Meinung, dass das 5-6-jährige Kinder erlernen können, erwerben können. Da geht es darum, dass sie selbstständig sich Ziele setzen. Da kriegen sie natürlich Unterstützung. Sie lernen, mit einem Arbeitsplan umzugehen. Sie lernen, mit geeignetem Material ihre Ziele zu erreichen. Wie wir das eben schon gehört haben, schreiben die Kinder ihre Lernzielkontrollen, die mündlich als auch schriftlich sein können, dann, wenn die Ziele tatsächlich erreicht sind. Und wenn sie noch nicht erreicht sind, dann arbeiten sie daran weiter, solange bis sie halt Erfolge feiern können. Das heißt gleichzeitig Arbeitszeit nutzen. Für uns heißt das, es gibt ein Helfersystem, was in der Endstufe heißt, wenn ich also dem Lernbegleiter signalisiere, ich brauche Unterstützung, dann suche ich mir für die Zeit eine andere Arbeit und nutze, oder also ich kann lesen, ich kann bewusst eine Pause machen, aber ich sitze nicht da und tue nichts, weil ich halt auf den Lernbegleiter warte. Ja, Reflexionsfähigkeit habe ich eben schon etwas zu gesagt. Teamfähigkeit ist uns ganz wichtig, was wir immer wieder schulen. Wozu, was uns natürlich auch sehr wichtig ist, dass die Kinder zum Beispiel lernen,
Arbeiten, wenn sie aus der Arbeit herausgekommen sind, immer wieder selbst aufzunehmen. Und das ist so eine Lernlernkarte, die alle Kinder bei uns in der Schule führen. Sie wählen ein Ziel aus, schätzen erstmal ein, wie weit kenne ich dieses Ziel schon. Wenn sie daran arbeiten, gibt es Unterstützungssysteme, wie sie Material finden können. Und so können sie sich wunderbar durch die 1-2 als auch durch die 3-4 arbeiten. Zeit wäre jetzt um. Ja, wenn Sie so zum Ende kämen, genau. Können wir noch Fragen stellen. Genau. Zur gelebten Partizipation einer Wartburg-Grundschule ist zu sagen, dass wir wöchentlich einen Klassenrat abhalten, den die Kinder mit ihren eigenen Themen füllen. Alle 14 Tage tagt das Hausparlament und alle 4 Wochen das Schulparlament. Dieses Gremium hat eine Präsidentin, einen Präsidenten, die sich zur Wahl stellen, also kandidieren und dann in den anderen Parlamenten davon berichten. In diesen Gremien lernen die Kinder natürlich verschiedene Rollen. Sie sind Moderator, sie sind Zeitwächter, sie sind Protokollant und haben auch ganz viel Verantwortung, denn sie verwalten einen jährlichen Etat auf demokratischer Ebene. Ja, als Schulparlamentarier, das ist auch eine Besonderheit, kommen die Kinder auch in die Steuergruppe, auch in die Mitarbeiterkonferenz und berichten über ihre aktuellen Aufgaben. Sie bereiten eine Vollversammlung vor, führen sie durch und sehr, sehr beliebt, planen 2 Schuldiskos. Ich würde abschließend gerne noch etwas zur Leistung sagen, die uns sehr, sehr wichtig ist. Wir sind eine Leistungsschule, die für sich im Hintergrund deutlich stehen hat, jedes Kind muss erfolgreich sein können. Und dann sind wir natürlich wieder bei der Individualisierung. Ein zweiter Satz ist, vergleiche nie ein Kind mit einem anderen Kind, sondern immer nur mit sich selbst. Wir würden gerne konsequent, da würden wir uns freuen, wenn da auch hier in der Politik noch mal dran gearbeitet werden würde. Wir wären gerne konsequent ohne Ziffernoten, weil wir glauben, dass wir viel mehr erreichen mit den Kindern und die Kinder selbst auch. An der Stelle machen wir einen Cut. Ich denke, jeder hat verstanden, wie wir versuchen, die Kinder auf lebenslanges Lernen vorzubereiten. Vielen Dank. Wir geben wieder eine Runde frei für Fragen und Sie schreiben die Fragen auf und sammeln dann und beantworten die dann nachher gesammelt, wenn mehrere kommen. Bitte schön. Ja, meine Frage ist, Sie sagten ja mit den Lernzielkontrollen, wie viele die Schüler dann in einem halben Jahr machen müssen oder können? Ja, ich finde das Konzept ja klasse, aber was mir aufgefallen ist, da sind ja ganz, ganz viele Gremien auch von den Schülern schon zu bearbeiten und zu, sag mal, füllen mit Themen. Ist das nicht die Gefahr, dass es da auch schnell so Leerlauf gibt, was die Kinder dann vielleicht auch selber langweilig finden? Ich habe gerade vergessen zu sagen, dass es manchmal hilfreich auch für die Beantwortung ist, wenn Sie kurz Ihren Namen sagen und aus welchem Zusammenhang Sie kommen. Kein Problem. Walter Wandke, Schulausschussmitglied in Essen. Dankeschön. Mein Name ist Petra Domscheid, ich bin Schulleiterin einer Grundschule 1-4. Wir haben uns auch auf den Weg gemacht und daher frage ich, ihr habt 1979 gestartet, da wurde das Konzept erarbeitet. War das eine Neugründung oder hattet ihr möglicherweise ähnliche Schwierigkeiten in der Umsetzung oder halt in der Entwicklung zu Beginn, die ihr ja jetzt sicher nicht mehr habt? Du warst noch da. Martina. Martina Köstorf-Lasser, eine der Sprecherinnen der LAG Bildung NRW von den Grünen. Mich würde einfach noch mal interessieren, ich habe jetzt so wahrgenommen, dass da große Anteile drin sind, die ich auch in einer Montessori-Schule finden würde, in einer reinen Montessori-orientierten Schule. Wie sieht das denn aus mit den Lehrerinnen und Lehrern? Welche Vorbildung, Ausbildung brauchen die, um da entsprechend unterrichten zu können? Ich würde keine weiteren Fragen. Wenn Sie anfangen, bitte. Ich würde die Frage nach der Zahl der Lernzielkontrollen beantworten wollen. Es ist so, dass die Kinder sich in der Lernlandkartenarbeit ja ein Lernziel stellen. Und die Kinder wissen, mit diesen Aufgaben kann ich dieses Lernziel erreichen. Und wenn sie glauben, dass sie das erreicht haben, stellen sie sich einer Lernzielkontrolle, die ganz unterschiedlicher Art sein kann. Das kann ein Gespräch mit einem Teammitglied sein. Das kann eine Art Teste-dich-selbst-Blatt sein. Das kann eine Projektarbeit sein. Das kann ein Vortrag sein. Das kann eine
das Präsentieren einer Geschichte sein, deshalb kann man die Zahl der Lernzielkontrollen, also die Zahl, die reine Zahl der Lernzielkontrollen nicht beantworten. Gut, ich mache mal bei den Gremien weiter, das muss man erleben. Ich darf Protokollantin im Schulparlament sein. Ich kann Ihnen sagen, ich habe richtig viel Spaß und diese Kinder setzen ganz, ganz viel um. Das sind alles Themen der Kinder. Also wir haben, ich mache das mal im Klassenrat deutlich, der Klassenrat ist quasi die 35. Stunde, wenn Lehrerinnen und Lehrer oder Pädagogen und Pädagoginnen 34 Stunden quasi schon, nicht immer nur alleine, aber schon so ziemlich planen und vorgeben, was los ist, da muss die 35. Stunde allein den Kindern gehören. Die Themen gehen nie aus, manchmal denke ich das auch. Aber dann ist wieder auf dem Fußballplatz, müsste der Plan wieder erneuert werden. Oder der Mattschulhof nervt ohne Ende. Es gibt auch ganz kleine Sachen, die angeschafft werden sollen, ob die das Schachspiel nicht mal wieder neu gemacht werden muss. Also die Themen gehen nicht aus. Ich finde, das ist etwas wirklich ganz, ganz Großartiges. Ganz hervorragend finde ich, wenn Kinder in der Steuergruppe erfragen, wo die Schulentwicklung im Moment hingeht. Und wenn sie da ihre eigenen Ideen mit einbringen, das ist schon was, ja, was sehr, sehr wichtig ist. Nein, keine Neugründung damals. 1979 gab es diese Schule schon, aber nicht konzeptionell. Es haben Lehrer sich auf den Weg gemacht und Lehrerinnen und haben ein Konzept erarbeitet. Und es hat dann die Situation gegeben, dass die Schule den Zuschlag bekam, eine gebundene Ganztagsschule in Begleitung zu entwickeln. Das ist die inhaltliche Arbeit quasi gewesen. Als wir dann das neue Schulgebäude bekamen, war es dann so, dass dieses Gebäude auch schon für ein Konzept, das schon da war, gebaut wurde. Also wir hatten Schwierigkeiten dergestalt, dass die katholische Stadt Münster sich nicht denken konnte, dass eine gebundene Ganztagsschule Kinder nicht von ihren Familien fernhält. Das waren so die Auseinandersetzungen. Aber es gab nicht inhaltliche Auseinandersetzungen, sondern das ist wirklich gemeinsam immer fortentwickelt worden. Oh, wir beschäftigen uns gerade mit Martin Luther. Ich muss da mein Bild etwas revidieren, ja. Wir sind keine Montessori-Schule, das ist uns auch ganz wichtig. Wir nutzen ganz viel Montessori-Arbeit, aber die damaligen Pädagoginnen, und ich gebe Ihnen heute immer noch recht, haben sich an allen Reformpädagogen, die es gab, orientiert und haben auch da die Vielfalt für wichtig gefunden. Das machen wir heute auch noch, aber wir haben schon so Anteile. Hilf mir, es selbst zu tun, ist schon so ein Satz, der uns sehr nahe ist. Ich glaube, dann haben wir jetzt ganz schnell alle Fragen beantwortet. Kann ich noch eine Frage nachliefern? Ja, klar. Wie kommen denn die Kinder hinterher auf der weiterführenden Schule zurecht? Gibt es da verbindliche Rückmeldungen? Ich kenne ja jetzt Münster, ich selber komme aus Münster und es gibt ja nicht so viele Schulen, die ähnlich innovativ arbeiten. Das finde ich die beste Frage überhaupt. Wir haben uns so lange mit dieser Frage thematisiert und haben immer überlegt, was müssen wir machen, damit die Kinder weiter auf der weiterführenden Schule klarkommen. Nein, wir machen nichts, wir machen unser Konzept lebenslanges Lernen. Kinder sind so anpassungsfähig, das tut manchmal weh. Sie schreiben auf der weiterführenden Schule die erste Arbeit nach Noten und sie lernen für Noten. Sie hören in der weiterführenden Schule den Gong, wenn es den noch gibt, und sie sagen immer, wenn der Gong ertönt, dann beende ich meine Arbeit. Aber wenn ich dann höre, wenn junge Menschen aus dem Studium kommen und sagen, ich schreibe mir wieder einen Arbeitsplan, dann kriege ich meine Arbeit besser organisiert, dann freuen wir uns und sagen, genau richtig. Oder wenn mir Christiane heute Morgen erzählt, dass ihre Tochter, die auch bei uns an der Schule war, immer ganz pünktlich an der Schule sein will, um noch andere zu treffen, dann denke ich, das war eine gute Arbeit. Genauso, also von daher. Ja, danke. Ich glaube, wir haben die Begeisterung gespürt, mit der Sie Ihre Arbeit machen und deshalb auch die Erfolge haben. Wenn die Ministerin manchmal auch begeistert von Schulen erzählt, dann kommt der Name Ascheberg immer wieder ins Spiel. Und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt die Profilschule in Ascheberg hier auch zu einem Vortrag begrüßen können. Und Sie haben ja auch Schülerinnen mitgebracht und bin auch gespannt, was die gleich dann aus ihrer Perspektive erzählen werden. Bitte schön. Ja, danke schön. Wir freuen uns auch sehr, dass wir heute hier sein können. Und Sie sehen, ich bin mit mehreren Personen aus unserer Schule angereist. Ich möchte einmal kurz meine Kollegin Frau Sabine Fuchs vorstellen. Und ich habe drei Schülerinnen mitgebracht, Emma Brinkmann, Carla Lüttgemeier und Maja Schlösser. Und Sie alle werden gleich auch noch mal Ihren Beitrag dazu liefern. Unsere Profilschule ist 2011 an den Start gegangen. Moment, ich muss jetzt einfach... Ach so.
Ach so, jetzt muss ich aber ganz... Was wir noch alles hätten sehen können. Es dauert leider noch ein kleines bisschen. Es geht noch nicht von der Zeit. Nein. So, oh Gott sei Dank. So, also noch einmal, die Profilschule Ascheberg ist 2011 an den Start gegangen. Es ist also eine Neugründung. Wir konnten seither im Schulversuch arbeiten. Und das haben wir auch sehr gut ausgenutzt, weitlich genossen. Es ist uns ein Lernkonzept seinerzeit gegeben worden. Wir durften, sollten und haben auch neue Lernkonzepte erprobt, durchgearbeitet. Und wir möchten Ihnen und mit meinen Kolleginnen, mit meinen Schülerinnen heute, möchte ich Ihnen die gerne vorstellen. Jetzt ist das hier etwas durcheinander gegangen, diese PowerPoint sehe ich gerade. Ist die nicht ganz angekommen? Das ist jetzt natürlich, wie können wir das jetzt ändern? Also dann erzähle ich einfach. Wir haben uns überlegt, ein verändertes Verständnis, ein verändertes Lehr- und Lernverständnis bei uns an der Profilschule einzurichten. Eigentlich würde ich jetzt auch gerne ein Bild bringen, vielleicht kennen Sie das Bild. Da gibt es einen Lehrer, der sitzt vor seiner Klasse und die Klasse besteht aus verschiedenen Tieren. Da ist ein Elefant, ein Affe, ein Goldfisch im Wasserglas, eine Schlange, eine Kuh. Und der Lehrer sagt und gibt die Aufgabe, damit wir eine gerechte Auslese haben, lautet die Prüfungsaufgabe für Sie alle gleich. Klettern Sie auf den Baum. Das ist unsere Ausgangslage gewesen, um zu sehen, wie können wir denn in der Tat neue Lernformen an unserer Profilschule etablieren. Wir sind 2011 gestartet mit einer Vierzügigkeit und dank des Schulversuches durften wir auch nur 25 Kinder in den Klassen haben. Vierzügig, wie gesagt, mit einem gebundenen Ganztag. Wir haben, auch da kam eben die Frage, in der Tat eine gute Schüler-Lehrer-Relation. Das hat auch mit der Gemeinschaftsschule zu tun. Im Schulversuch sind wir als Gemeinschaftsschule gestartet. Und das heißt, wir haben die Schüler-Lehrer-Relation von 1 zu 16,32. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich habe also aktuell 69 Kolleginnen und Kollegen. Das sind nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, wir haben auch Schulsozialarbeiter bei uns an der Schule, die dankenswerterweise durch den Träger mitfinanziert werden. Wir haben uns dann auch ganz schnell die Frage gestellt, was ist eigentlich Lernen? Haben dann gesagt, es ist ein immer fortwährender, Prozess in einem sozialen Kontext. Und haben uns seinerzeit, als wir als neues Kollegium zusammenkamen, überlegt, was war denn früher unser Bild von Schule? Und heute Morgen und heute Vormittag in den Vorträgen wurde ja auch schon mal erzählt, wir hatten den Spruch, ein Kamel, können Sie sich an den Spruch mit dem Kamel erinnern, das langsamste Kamel, also ich habe es mir extra noch aufgenommen, ich kann jetzt den Spruch nicht wiedergeben, aber das war so unsere Idee zu sagen, nein, wir möchten alle gemeinsam mitnehmen. Das ist im Grunde genommen auch unsere Form von Schule. Und jetzt gucke ich mal einmal, ob ich jetzt können Sie mir das mal einmal so stellen, dass ich jetzt wieder meine PowerPoint haben kann. Denn jetzt haben wir die Europaschule schon. Ach, jetzt einmal zurück. Und dann gebe ich mal einmal wieder. Ja. Ich möchte einmal. So, da muss ich einmal daran. Hatten uns also dann überlegt, welche Konsequenzen ergeben sich eigentlich, wenn man einen inklusiven Unterricht durchführen will. A, für Lehrerinnen und Lehrer. B, für Schülerinnen und Schüler. C, für die Raumplanung. Und dann auch D, für die Jahresarbeitsplanung, für die Stundenplanung und für den Unterricht. Sobald die Folie da oben passt, sage ich Ihnen das dann auch. Für die Lehrerinnen und Lehrer galt natürlich, die sind nicht Lerninstrukteur, sondern Lernbegleiter. Das haben wir heute Morgen auch gehört in einem Vortrag. Früher kennen Sie das noch so, das war 1978, der Lehrer erzählt, die Schüler hören zu. Wir haben gesagt, nein, wir müssen uns definitiv verabschieden von dem Lernen im Gleichschritt. Wichtig ist das Lernen und Arbeiten der Kolleginnen und Kollegen in einem Team. Wenn wir den Schülern das vorleben, müssen wir das selber auch tun. Wenn wir von den Schülern Teamarbeit verlangen, müssen wir das auch selber schaffen. Wir haben dann weiterhin auch gesagt, und das werden gleich meine Schülerinnen Ihnen erzählen, Sie müssen Ihren eigenen
Lernprozess mit verantworten. Das ist auch hier schon in den anderen Schulen angeklungen. Ja, selbstverständlich müssen Sie mit überlegen, wie lerne ich zu welcher Zeit individuell? Ich bin auch ganz dankbar, Frau Graveler, eben für die letzte Frage, die Sie dann noch beantwortet haben. Wir werden auch immer gefragt, lernen die Kinder genug? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei Eltern. Lernen die genug, wenn es andere Lernformen gibt? Ich sage auch, ja, selbstverständlich. Es gibt Konsequenzen für eine Raumplanung. Das ist das Stichwort der Raum als dritter Pädagoge. Und es gibt Konsequenzen für die Jahresarbeitsplanung und den Stundenplan. Da gibt es in der Tat andere Zeitstrukturen, die geschaffen werden müssen, einfach um auch mehr Zeit für den Unterricht zu haben. Jahresarbeitspläne haben wir auch geschaffen. Das bedeutet einfach, dass die Kolleginnen und Kollegen sich zusammenfinden und überlegen, welche Prozesse laufen zeitgleich ab. Der Stundenplan wird anders bei uns natürlich nicht in 45 Minuten, sondern in 90 Minuten Rastern durchgeführt. Und Sie sehen hier auch schon, gibt es verschiedene Farben, gelb hervorgehoben der Segelunterricht. Denn wir haben uns bei der Schaffung neuer Lernstrukturen auch orientiert. Das war auch die Vorgabe durch das Konzept. Natürlich müssen wir den Fachunterricht abdecken. Wir müssen nämlich als Gemeinschaftsschule, die am Ende der Klasse 10 Abschlüsse vergibt, diese auch kompatibel haben, damit die Schülerinnen und Schüler die Anschlussfähigkeit haben. Gleichzeitig haben wir aber neue Formen des Lehrens und Lernens hineingebracht. Wir haben den Segelunterricht hinzugefügt. Ich darf jetzt mal sagen, mit Erfolg, weil viele andere Schulen mittlerweile auch segeln. Das ist eine Abkürzung für selbstgesteuertes Lernen. Wir greifen dadurch auch die Arbeit der Grundschule, und darum geht es ja auch heute hier in dem Workshop, auch mit auf. Wir haben den Projektunterricht mitgeschaffen. Wir haben auch versucht, Vielfalt mit hineinzubringen durch das Thema Profile und Werkstätten. Und jetzt möchte ich auch sofort an meine Schülerinnen übergeben. Genau, der Segelunterricht. Der Segelunterricht ist ein Fach, bei dem die Schüler und Schülerinnen die Möglichkeiten haben, ihre Aufgaben der verschiedenen Fächer selbstständig zu erarbeiten. Dabei stehen vor allem die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch im Vordergrund, deren Bearbeitung einen Umfang von 60 Minuten pro Woche hat. Aber auch Fächer wie die Naturwissenschaften und die Gesellschaftslehre werden im Rahmen des Segelunterrichts bearbeitet. Hierfür steht ein Arbeitspensum von 30 Minuten pro Woche zur Verfügung. In welchem zeitlichen Rahmen man die Aufgaben dann in den einzelnen Segelstunden bearbeitet, muss man eigenverantwortlich planen und organisieren. Auch die Lerninhalte können frei von den Schülern gewählt werden, wenn dies nicht zuvor anders mit dem Lehrer besprochen wurde. Probleme, die während des Unterrichts auftreten, können mit dem zuständigen Segellehrer besprochen werden. Dies ist der sogenannte Wochenplaner zum Eintragen für die ja, für den Segelunterricht. Also da plant man halt immer die Lerninhalte ein, die man bearbeitet. Ja. Also wir haben 8 Wochen im Halbjahr Projektunterricht und von den 8 Wochen sind 5 Wochen Fundamentum. Fundamentum in den Fächern dient der Vermittlung von Basiswissen, um auf das Additum vorzubereiten. Am Anfang des Additums bilden wir Lerngruppen. Bei unserem letzten Projekt war das Hauptthema Europa und unser erster Auftrag war, ein passendes Unterthema zu finden. Meine Arbeitsgruppe hatte das Thema Gerichte aus verschiedenen Ländern. Gemeinsam haben wir ein Kochbuch erstellt, in dem Gerichte und Informationen über die jeweiligen Länder enthalten waren. Wir haben täglich Gerichte gekocht, die wir uns vorher herausgesucht haben. Und am Ende der Projektwoche, die eine Woche ging, also die genaue Bearbeitungszeit der Dinge, haben wir das den Eltern präsentiert und haben ihnen das Essen und das Kochbuch vorne hingestellt und haben dann gesagt, so, das haben wir jetzt gemacht. Und genau, die durften es probieren und haben sich das Kochbuch auch angeguckt. Ja. Ja, also wir haben halt auch verschiedene neigungsorientierte Profile, wo sich die Schüler und Schülerinnen ihren Interessen zuordnen können. Es werden die Profilfächer MINT, Musik, Sprache, Sport und Gesundheit angeboten. MINT ist eine Zusammensetzung aus Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. In MINT baut man zum Beispiel Roboter in
Profil Musik macht man, ist man in einer Schulband drin. Und in Profil Sprache macht man Theater oder man macht so einen kleinen Zirkus. Und in Sport und Gesundheit lernt man die Grundkenntnisse des Körpers kennen oder halt die gesunde Ernährung. Profile sind das Profil ist 2 Stunden pro Woche und für das 5. und 6. Jahrgang. Das Besondere an unserer Schule ist, dass wir Werkstätten haben. Es gibt die Bereiche Kunst, Musik und Arbeitslehre. Meine Werkstätte sind Boomwrecker, Spanisch und Greenbox. In Boomwrecker arbeiten wir Musikstücke mit unterschiedlichen Instrumenten. Seit der 8. Klasse habe ich Spanisch. Diese Werkstatt wählt man nicht wie jede andere Werkstatt jedes halbe Jahr neu, sondern ich muss die Werkstatt bis zur 10. Klasse beibehalten. Die Werkstätte Greenbox ist eine Werkstatt oder eine vegetarische Werkstatt, in der wir wöchentlich eine Box, in der lauter Gemüse enthalten ist, bestellen, woraus wir etwas selbstständig kochen. Wöchentlich haben wir 7 Stunden Werkstatt. Der Klassenrat. Genau. Der Klassenrat ist ein soziales Projekt, bei dem im Rahmen einer Unterrichtsstunde mit der gesamten Klasse Probleme und Konflikte, die innerhalb der Klassengemeinschaft, aber auch darüber hinaus aufgetreten sind, besprochen und bearbeitet werden. Dabei steht der Klasse immer ein Schulsozialarbeiter zur Seite, der die Klasse bei den einzelnen Themen unterstützend berät. Neben der Konfliktlösung wird der Klassenrat auch dazu genutzt, um bevorstehende Gemeinschaftsaktivitäten zu besprechen und zu planen. Zum Beispiel, wenn ein Schulfest ansteht oder ein Klassenausflug geplant wird. So, ich werde jetzt noch abschließend was zum Übergang Grundschule und Profilschule mitteilen. Wir haben ein gutes Netz entwickelt, das viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit, des Austausches, aber auch des Kennenlernens anbietet auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und zwar haben wir einmal den Bereich Lehrer, Profilschullehrer, Grundschullehrer, Lehrer, Eltern, aber auch Lehrer, Schüler. Und das lässt sich dann so ausdifferenzieren. Wir haben bekannte Möglichkeiten des Austausches, Tag der offenen Tür, wir haben spezielle Informationsabende. Aber wir bieten auch an, dass Eltern von Grundschulkindern bei uns hospitieren können, um sich den Segelunterricht, den Werkstattunterricht oder den Projektunterricht anzuschauen. Dazu ist zu sagen, wir haben sehr dörfische Strukturen und vielen Eltern ist das Arbeiten und Lernen an unserer Schule nicht vertraut, weil sie es auch anders kennengelernt haben. Und deshalb ist es wichtig für uns, dass wir unsere Türen offen halten und die Eltern einladen, zu uns zu kommen, um auch Ängste abzubauen. Was ich hier besonders hervorheben möchte, ist, dass wir gerade auch unsere Schüler eingebunden haben, um in die Grundschule zu gehen. Da gibt es mehrere Projekte, einmal in Kooperation mit BASF, die kleinen Forscher. Wir haben im Werkstattbereich eine Forscherwerkstatt entwickelt und dazu werden Grundschüler eingeladen und Profilschüler führen dann gemeinsam mit den Grundschülern Experimente durch. Wir haben die Profifüchse, eine Lesearbeitsgemeinschaft, die ursprünglich von einer 8. Klasse ins Leben gerufen wurde, wo es darum geht, dass Grundschulkinder Detektivgeschichten schreiben sollen. Und diese Detektivgeschichten werden dann bei uns eingereicht und Profilschüler werden die besten Geschichten auswählen und dann eben prämieren. Das Profil Musik, Emma hat das gerade angesprochen. Dort finden auch mehrere Konzerte im Schuljahr statt, sodass die Schüler des Profils Musik in die Grundschule gehen und dort ihre Arbeitsergebnisse in musikalischer Form vorstellen. Wir haben 3 Grundschulen, die uns sozusagen beliefern. Das ist einmal die Grundschule in Davensberg, in Ascheberg selber, aber auch in Herbern. Da wir eben ein besonderes Konzept fahren, ist es uns wichtig, auch konzeptionell die Grundschüler darauf vorzubereiten. In Davensberg ist es so, dass dort aufgrund der demografischen Entwicklung bereits jahrgangsübergreifend gelernt wird.
Also die erste bis vierte Klasse arbeitet dort zusammen. Da sind die Kinder das gewohnt, mit Wochenplänen zu arbeiten, sich gegenseitig zu unterstützen. Freiarbeitsformen sind gewohnt und somit sind die Kinder aus dieser Grundschule sehr gut vorbereitet, auch für unser Konzept, das Frau Reimann-Peres ja gerade dargestellt hat. Ich weiß gar nicht, wer das vorhin gesagt hat. Von den Grundschulen können wir ja immer viel lernen. Also Freiarbeit, Wochenplaner, Werkstattunterricht ist den Kindern eigentlich fast immer zumindest in Ansätzen bekannt. Und gerade der Segelunterricht ist jetzt für die meisten Kinder keine wirklich tiefgreifende Veränderung. Also sie arbeiten sehr gerne frei und das greifen wir natürlich in optimaler Form an der Profilschule auf. Und durch die Möglichkeit, vorher zu hospitieren, also auch die Viertklässler können bei uns bereits hospitieren und sich den Segelunterricht anzuschauen, können viele Kinder für sich auch feststellen, das macht mir Spaß, das macht mir Freude, ich bin das durchaus gewohnt, meinen eigenen Lernprozess selbst zu planen, ganz genau. Ja, ich bin auch fertig. Ich sage jetzt auch das Schlusswort, wie Sie gerade auch meiner Kollegin Frau Fuchs entnommen haben oder den Ausführungen der Kollegin entnommen haben. Ja, wir mussten uns stark öffnen, um eben dieses besondere oder etwas neuere Schulkonzept im ländlichen Raum auch wirklich in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir haben sehr, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet, indem wir dann eben auch an die Grundschulen herangegangen sind, mit den Kindern dort zusammengearbeitet haben, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet haben. Und darum ist es für mich auch ganz besonders traurig, auch zu sagen, nach nur 6 Jahren ist der Schulversuch zwar auslaufend gestellt, aber auch wir als Profilschule werden auslaufend gestellt. Und das hat mit kommunalpolitischen Entscheidungen zu tun. Da konnten wir noch so viel Öffentlichkeitsarbeit leisten und auch den Auftrag eines bestehenden Konzeptes in die Tat umsetzen. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt zum Sommer auslaufend gestellt. Gut, das war ein kleiner Wermutstropfen in dem ansonsten auch sehr inspirierenden Vortrag. Und ich verstehe jetzt mittlerweile auch besser, warum unsere Ministerin immer so inspiriert von Ascheberg erzählt. Gut, Fragerunde zu dem Konzept. Die Frage ist eher eine andere. Wenn sie so inspiriert ist von diesem Konzept, wie kann eine solche Schule, die ja nun auch anscheinend erfolgreich arbeitet, überhaupt auslaufend gestellt werden? Werden Sie gleich erklären, welche politischen Zusammenhänge da sind? Ja. Martina? Mich würde noch mal interessieren, wir haben ja jetzt sehr viel gehört über die sehr intensive und schöne Arbeit mit Schülerinnen gemeinsam und Lehrern und dem Teamgeist, der da funktioniert. Wie sieht es denn mit den Eltern aus? Wie werden denn eigentlich die Eltern einbezogen? Also in anderen klassischen Schulmodellen, sage ich mal, wird ja Elternarbeit auch sehr stark gefordert oder eingefordert. Oder wie läuft das denn so bei Ihnen? Gut, dann lassen wir es dabei. Achso, Entschuldigung. War da nicht noch eine Frage? Ja, dann ist gut. Gut, nehmen wir die beiden Fragen mit. Fangen wir mit der pädagogischen an und dann die politische. Also wir haben von Anfang an auch in einem Konzept Grundlagen geschaffen, wie können verschiedene Gremien zusammenarbeiten, natürlich die Eltern mit uns Lehrern zusammen. Wir hatten zum Beispiel ein sogenanntes pädagogisches Gremium geschaffen, in dem Elternvertreter zusammen waren, damit eben dieses Konzept, was wir als Grundlage genommen haben, auch durchgeführt werden kann. Die Ideen der Eltern waren dabei auf jeden Fall ganz wichtig und vonnöten. Wir haben darüber hinaus verschiedene Arbeitsgruppen, die die Eltern selbstständig betreiben, will ich jetzt mal sagen, beispielsweise wenn es um das Thema gesunde Verpflegung geht oder Schulhofgestaltung. Da sind Eltern sehr stark vertreten. Es gibt verschiedene Arbeitsgruppen dazu. Immer gekoppelt mit Lehrern auch. Auch hier nochmal die Nachfrage, wie die Profilschule mit Seiteneinsteigern umgeht, ob es da Konzepte gibt. Ja, wir haben momentan 29 Seiten. Sie meinen jetzt Asylsuchende. Jetzt, oder meinen Sie Seiten? Ja, das ist bei uns der sogenannte DATS-Unterricht, Deutsch als Zweitsprache. Wir haben insgesamt 29. Die sind integriert insofern, als dass wir erstmal auch aufgrund der nicht ganz so stark ausgeprägten personellen Kapazitäten gesagt haben, die sind Klassen zugeordnet, bekommen aber darüber hinaus, werden sie zum Teil aus dem Unterricht genommen und erhalten den Deutschunterricht. Wir möchten aber unbedingt, dass sie altersgemäß in die Klassen hineingehen, damit sie Fächer wie zum Beispiel Kunst, Sport, wir haben Schüler, die sind sehr gut in Mathematik, dann an dem entsprechenden Fachunterricht teilhaben und dann in ihren eigenen Klassen sind.
Also ich habe Frau Löhrmann gerade angesprochen und sie war grob informiert und verwies dann darauf, das sei nicht ihre Baustelle, das sind kommunalpolitische Entscheidungen. Ja. Also das Ganze, und soll ich was dazu sagen? Dem Ganzen liegen angeblich und zum einen demografische Entwicklung zugrunde, dass eben die Anmeldezahlen deshalb zurückgegangen sind und auch weiter zurückgehen werden. Es ist eine Kooperation mit der Gesamtschule Nordkirchen favorisiert worden, weil dort auch demografische Entwicklung zuschlagen. Und so ist das Ganze dann argumentiert und in die Öffentlichkeit gebracht worden. Was ich noch mal einmal betonen möchte, wir haben uns auch bei Zeiten immer wieder evaluieren lassen. Zum ersten Mal kam die Qualitätsanalyse, die ist Ihnen bekannt als Mittel des Landes NRW, im Schuljahr 2013/14 zu uns gekommen. Und die Ergebnisse waren wirklich sehr, sehr gut und haben immer wieder geguckt, ob diese Konzepte, die wir da erarbeiten, auch in Ordnung sind. Und damit bin ich auch wieder bei Ihnen, Frau Gravela. Natürlich werden wir gefragt, lernen die Kinder genug? Und deshalb war es auch immer sehr, sehr wichtig, sich da evaluieren zu lassen. Und ja, die entsprechenden Evaluationen haben ergeben, sie lernen wirklich sehr, sehr gut. Insofern kann ich Ihnen jetzt leider die Frage jetzt doch nicht beantworten, aus welchen kommunalpolitischen Dingen heraus denn das so passiert ist. Und bevor wir... Ja, genau. Bevor wir zum letzten Punkt kommen, vielleicht noch mal an euch auch die Frage, was ist an eurer Schule so super toll? Also ich finde zum Beispiel, dass sehr gut die Zusammenarbeit mit den Lehrern klappt immer sehr gut. Also zum Beispiel ich verstehe mich einfach mit jedem dort und ich habe kein Problem mit jemandem so und auch nicht mit den Lehrern, die sind immer nett zu einem. Und der Unterricht klappt halt immer gut. Ich bin sehr froh, dass ich auf diese Schule gegangen bin, da ich den Segelunterricht kennengelernt habe. Und ich den auch sehr gut finde, da man sich halt selbst einschätzen muss und selbst planen muss und selbst erarbeiten muss. Und ja, somit muss man das halt alles selbst planen und so. Und das ist halt sehr gut, finde ich. Dadurch lernt man viel. Ich finde das an unserer Schule so gut, dass wir von den Lehrern so unterstützt werden, ob es Probleme sind oder ob es einfach Fragen sind. Und ja, die geben einem auf alles eine Antwort und die unterstützen uns bei wirklich allen Problemen. Und ja, das finde ich an unserer Schule so besonders. Also ich bin ja mit der erste Jahrgang, der halt auf die Schule gegangen ist. Und ich habe halt auch die Schule so, also nicht mit aufgebaut, aber ich habe halt schon viel dazu beigetragen. Und das war halt also sehr schön zu sehen. Ich bin jetzt seit der 5. Klasse auch Schulsprecher durchgehend und habe dann halt auch immer mit, also immer mehr mitgemacht und habe mich dann auch also immer mehr integriert. Dankeschön und wieder zeigt sich, eigentlich kommt es auf die Lehrer an. Danke nochmal für euren Beitrag. Und Lehrerin, ich will das wirklich da wissen. Gut, die Europaschule in Rheinberg wird uns vorgestellt von Herrn Norbert Giesen, Martina Reichert und Claudia Giesen-Reinertz. Ja, dankeschön. Ja, ich habe auch einige Schüler noch mitgebracht, also neben Martin Reichert, nicht Martina Reichert, der gerade weiblich gemacht wurde, unseren didaktischen Leiter habe ich Frau Claudia Giesen-Reinertz, Koordinatorin für kompetenzorientierten Leistungsbewertung ohne Ziffernoten in den Jahrgangsstufen 5 und 8 und für unsere Evaluation verantwortlich mitgebracht. Und ich habe 4 Schülerinnen und Schüler mitgebracht, es sind Nele Dietz, die ganz außen sitzt, daneben sitzt Jan Brisnicker, Anna Fischer und Jan Wilhelm Hasler, 4 Schüler unserer jetzigen Jahrgangsstufe 10, die auch von Anfang an schon mit dabei sind, die also auch den Aufbau der Schule miterlebt haben. Die Gemeinschaftsschule Rheinberg, Europaschule Rheinberg, ist ähnlich wie die Gemeinschaftsschule Profilschule Ascheberg im Jahre 2011 gegründet worden. Wir sind also in einem Gründungskollegium gemeinsam gestartet. Die Gemeinschaftsschule Rheinberg wird im Jahre 2020 in eine Gesamtschule umfirmiert werden. Und unsere Schule
ist insgesamt 6- bis 7-zügig an den Start gegangen. Das heißt, in den ersten beiden Jahrgängen 7-zügig, danach wurden wir auf eine 6-Zügigkeit beschränkt, weil es so in dem Antrag damals genehmigt worden ist. Zunächst einmal möchte ich mich bei meinen Vorrednerinnen ganz, ganz herzlich bedanken, bei den Schulleitungskolleginnen, die nämlich ganz viel gesagt haben über die Schulkonzepte und über die einzelnen Dinge, die so an unserer Schule dann auch weitergeführt werden. Es ist so, dass vieles von dem, was jetzt gerade vor allen Dingen in Grundschulen gemacht wird, auch an unserer Schule dann tatsächlich so 1:1 weitergeführt wird. Deswegen wollen wir bei unseren Lernkonzepten uns auf 4 Bereiche beschränken. Einmal den Übergang von der Primarstufe zur Sekundarstufe 1, dann den IGL-Unterricht, dann das Fach, was wir als Modellschule selber entwickeln konnten, wir für uns, dahinter verbergen sich noch ganz viele andere Fächer, und das Werkstattlernen. Und dazu werden die Schülerinnen und Schüler auch im Einzelnen etwas sagen. Unser Motto lautet: Konzentriere dich nicht auf deine Grenzen, konzentriere dich auf deine Möglichkeiten. Das passt zu der Grundüberzeugung, die wir, genauso wie alle anderen Schulen, die zum Schulverbund Blick über den Zaun gehören, uns in die Präambel unseres Schulprogramms geschrieben haben. Es geht in unserer Schule nicht um das Große und Ganze, es geht um die Kinder und Jugendlichen. Es geht also um den einzelnen Menschen. Und die Schule ist für sie da und nicht umgekehrt. Und wir müssen sie, die Kinder, in ihrer Unterschiedlichkeit annehmen und die Schule von ihnen und ihren Bedürfnissen her denken. So ist unsere Schule ausgerichtet und so ist dann auch unser gesamtes Schulprogramm aufgebaut. Die Schwerpunkte der Europaschule Rheinberg werden wir jetzt abwechselnd vorstellen. Ja, genau. Diese Grundüberzeugung und diesen Leitgedanken haben wir versucht, in unserem Schulprogramm umzusetzen. Einmal durch das eigenverantwortliche Lernen, das ist einmal der IGL-Unterricht, den gleich die Schüler und Schülerinnen auch vorstellen werden, das Werkstattlernen und das Fach Wir für uns. Ja, durch das angstfreie Lernen. Ich hatte vorhin schon gesagt, wir sind eine der wenigen Schulen in Nordrhein-Westfalen, die den Modellversuch durchführen können, dass wir also das reine kompetenzorientierte Lernen haben, ohne Ziffernoten bis zur Jahrgangsstufe 8. Und da sind wir sehr glücklich, denn wir haben sehr positive Erfahrungen mit diesem Versuch gemacht. Dann durch das gemeinsame Lernen im Ganztag. Wir haben einen sehr gut strukturierten Ganztag. Wir lernen 36 Stunden in der Woche. Wir wollen den Kindern ein zweites Zuhause dort geben. Bei uns sind alle Schülerinnen und Schüler der Stadt Rheinberg herzlich willkommen, egal ob sie einen fördernden Schwerpunkt geistige Entwicklung oder einen gymnasialen Empfehlung haben. Durch unterschiedliche Beratungskonzepte, wir haben also Beratungslehrer für alle Jahrgangsstufen, die ganz eng auch mit unseren Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern zusammenarbeiten und damit auch ganz eng die Beziehung zu allen Schülerinnen und Schülern herstellen. Uns war wichtig, dass die Schüler von Anfang an Verantwortung übernehmen, deswegen sind wir Buddy-Schule. Wir haben den Klassenrat direkt von Anfang an implementiert und wir haben das Fach Wir für uns entwickelt, das wir gleich auch noch vorstellen werden. Ja, Medienkompetenz ist natürlich für unsere Schülerinnen und Schüler und für die Schule ganz wichtig. Wir sind dabei, die Schule in der gesamten Schule Wireless Learn zu haben. Wir haben Schülerinnen und Schüler, die also als Medienscouts tätig sind, die andere Schülerinnen und Schüler anleiten und sogar Lehrerinnen und Lehrer unterstützen. Die Vernetzung ist heute Morgen schon mal angesprochen worden, wie wichtig die ist. So, wir haben professionelle Partner und Universitäten gesucht. Wir werden evaluiert durch die Universität Dortmund. Wir haben Partnerschaft mit der Duisburg-Essen-Universität. Wir haben professionelle Partner für unsere Arbeitsplätze, zum Beispiel Solvay haben wir, das ist eine chemische Industrie, wo unsere Schüler und Schülerinnen auch Praktika machen. Schiffer wäre auch ein Partner, den wir haben, ist ein großer Drucker bei uns
in Rheinberg. Ja, und wir haben aber auch Sportvereine. Wir kooperieren ganz eng mit 4 Sportvereinen, die mit uns oder die in unserem Ganztag auch arbeiten. Wichtig ist uns auch die europäische Ausrichtung. An unserer Schule haben die Schüler die Möglichkeit, ganz viele Sprachen kennenzulernen. In der Jahrgangsstufe 5 und 6 ist es neben das Fach Englisch, sind es die Fächer Niederländisch, Türkisch und Polnisch. Das hat mit unseren Austauschschulen zu tun. Ab der Jahrgangsstufe 6 haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, zusätzlich noch die Fächer Französisch, Niederländisch, Niederländisch bilingual und Spanisch zu lernen. Die Partizipation ist uns auch wichtig, dass sowohl Schüler und Schülerinnen partizipieren als auch Eltern. Wir laden die Eltern einmal im Jahr zu einem Bilanzabend ein. Wir moderieren diesen Bilanzabend. Die Eltern geben ganz viele Verbesserungsvorschläge, die wir wieder umsetzen im nächsten Jahr. Und das wird dann wieder aufgegriffen auf dem nächsten Bilanzabend. In jedem Arbeitsvorhaben, wir haben jedes Jahr 6 Arbeitsvorhaben, sitzt mindestens ein Elternteil oder ein Schülerteil, die mit uns in diesen Arbeitskreisen auch arbeiten. Also Partizipation ist uns ein wichtiger Begriff. Wir laden auch die Eltern zum Beispiel auch zu Fortbildungen ein. Als es darum ging, dass wir die Noten abschaffen, waren immer Eltern dabei, die bei den Fortbildungen die Vorträge mit angehört haben. Dann komme ich direkt zum Übergang zur Primarstufe und Sekundarstufe. Wir haben 5 Grundschulen in Rheinberg, mit denen wir versuchen, ganz eng zusammenzuarbeiten. Der Abteilungsleiter 1 bespricht mit den Grundschullehrern jedes einzelne Kind, versucht die Stärken herauszufinden und die Besonderheiten von dem Kind. Wir haben einen Grundschulinformationstag. Wir laden jede einzelne Grundschule zu uns ein, sodass es halt die Besonderheiten der Schule kennenlernt, die Fächer, die dort nicht unterrichtet werden. Wir haben gemeinsame Konferenzen und Besprechungen mit den Grundschullehrerinnen. Das heißt, die Grundschullehrer kommen zum Beispiel in der ersten Beratungskonferenz, werden die mit eingeladen und die sind halt bei jedem einzelnen Kind dann halt auch dabei. Wir laden die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer auch zu den einzelnen Fachkonferenzen ein. Wir haben auch ein Netzwerk mit den Grundschulen zusammen. Da hatten wir im letzten Jahr ganz detailliert die neuen Medien besprochen gehabt. Wir haben diese Grundschulinformationsabenden. Bis vor 2 Jahren war es so gewesen, dass wir in die Grundschulen reingegangen sind. Heute kommen die Eltern zu uns an die Schule. Dann haben wir auch noch den Tag der offenen Tür, der nächste Woche Samstag stattfinden wird. Den Übergang versuchen wir den Schülern und Schülerinnen ganz leicht zu machen. Das bedeutet, sie werden nicht nur das Kennenlernen der Klassenkameraden im Vordergrund stellen, sondern sie lernen auch ganz bewusst schon fachspezifische Arbeitsweisen drin. Sie lernen, wie funktioniert bei uns der Eagle-Unterricht oder das Buddy-Lernen. So, wir haben einen Zeitraum von ungefähr 6 Tagen. Und man merkt, wenn die schon ganz intensive Teamschulungen hatten in den ersten 5 Tagen, dass wenn wir ein Spielefest am 6. Tag, was auch kooperativ dann stattfinden wird, merkt man, dass die ganzen einzelnen Klassen schon richtige kleine Teams geworden sind. Ja, abgesehen vom Vokabellernen haben wir komplett auf Hausaufgaben verzichtet bis zur Jahrgangsstufe 8. Die Fächer Deutsch, Englisch, Mathe haben aber deutlich gemacht, dass es Übungszeiten geben muss. Und wir arbeiten in den Jahrgangsstufen parallel und haben diese Eagle-Stunden, die eben bei den anderen Segelstunden sind, so organisiert, dass die Schüler selbst entscheiden können, ob sie 4 Stunden in der Woche sich mit Mathe, Deutsch oder Englisch beschäftigen. Die Materialien sind von den Kollegen in mühsamer Arbeit erstellt worden und die Schüler haben auf einem Flur einen Deutschlehrer, einen Mathelehrer und einen Englischlehrer und können dann selber entscheiden, wo gehe ich hin und was bearbeite ich.
Es wird in den Lernentwicklungsgesprächen, die viermal im Jahr stattfinden, mit den Schülern darüber gesprochen, wie denn ihr Igelverhalten ist. Und es gibt Kinder, die eben erstmal, gerade wenn sie von der Grundschule kommen, das Fach gerne machen, was sie gut können. Und im Gespräch mit ihnen kann man dann aufgrund des Lernstandsberichts, der auch immer wieder vorliegt bei den Lernentwicklungsgesprächen, sehen, es wäre vielleicht mal ganz gut, eine Stunde zu Englisch zu gehen. Und die Kinder arbeiten sehr selbstständig dann in diesen Übungszeiten, in diesem Igelunterricht und vor allen Dingen mit sehr, sehr schön gestaltetem Material. Sie sollen lernen, für sich Verantwortung zu übernehmen. Eine zurück noch. Das geht nicht ohne eine gute Organisation. Das haben wir ziemlich schnell erkannt. Und wie mein Kollege schon gesagt hat, zu Anfang lernen die Schüler auch, wie man im Igelunterricht vorgehen muss, was man da beachten muss. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern. Sie sehen aber, es gibt auch einen Führerschein, den man gleich in der Kennenlernwoche erwirbt. Und dadurch, dass wir, jetzt geht's weiter, dadurch, dass wir von den Fächern her parallel arbeiten, haben auch alle dieselben Kompetenzen, die angestrebt werden. Die Schüler bekommen zu Anfang der Unterrichtsreihe eine Checkliste, auf der genau die Kompetenzen stehen, die in dieser Unterrichtsreihe erreicht werden. Sie nehmen eine Selbsteinschätzung vor, das ist in den Jahrgangsstufen 5 bis 6 noch mit diesen Smileys, nachher gibt es dann Plus und Minus. Und sie passend zu dem Unterrichtsmaterial gibt es Igelmaterial. Das ist auf dieser Checkliste aufgeführt und die Schüler wissen genau, was sie bearbeiten sollen, wollen, müssen im Igelunterricht. Ja, Nele, du könntest vielleicht was dazu ausführen. Ja, mein Name ist Nele Dietz, ich bin 15 Jahre alt und zurzeit besuche ich die 10. Jahrgangsstufe der Europaschule Reinbeck. Demnach liegt mein letzter IGL-Unterricht zwar schon einige Jahre zurück, ich kann mich aber trotzdem immer noch sehr gut daran erinnern. Eine Besonderheit unserer Schule, die vor allem ich und meine Mitschüler sehr schätzen, ist das hausaufgabenfreie Lernen. Dabei spielt der IGL-Unterricht eine entscheidende Rolle, denn er ersetzt die Hausaufgaben. Statt sich also nach Schulschluss alleine zu Hause hinzusetzen, um den Stoff zu wiederholen, wird das nun im IGL-Unterricht erledigt. Ich habe mich in den letzten Jahren aber auch immer wieder mit Eltern unterhalten, die die Sorge hatten, der IGL-Unterricht könne zum Faulenzen missbraucht werden. Dass diese Gefahr besteht, ist auch meine Meinung. Allerdings glaube ich auch, dass diese Gefahr in der Schule deutlich kleiner ist als beispielsweise zu Hause. Schließlich werden wir Schüler immer von mindestens einem Lehrer betreut und auch bewertet. Ein weiterer Punkt, der mir auch von meinen Mitschülern immer wieder bestätigt wurde, ist der Vorteil, sich an einen zweiten Lehrer wenden zu können. Manchmal stimmt die Chemie zwischen Schüler und Lehrer einfach nicht und da kann es sehr hilfreich sein, im IGL-Unterricht einen anderen Lehrer zu haben, bei dem man sich Hilfe suchen kann. Allerdings glaube ich auch, dass der IGL-Unterricht besonders für starke Schüler sehr schnell langweilig werden kann. Deshalb bin ich der Meinung, es sollte eine Alternative für leistungsstarke Schüler entwickelt werden, die diese Wiederholung nicht benötigen. Für mich persönlich war der IGL-Unterricht aber immer eine sehr gute Möglichkeit, den Stoff aus dem Fachunterricht zu wiederholen und auch zu vertiefen. Und das in meinem ganz eigenen Tempo. Kein Lehrer, der mich unter Druck gesetzt hat oder schwächere Schüler, die mich eventuell ausbremsen könnten. Ich konnte ganz allein für mich arbeiten oder aber bei Schwierigkeiten Lehrer und Mitschüler um Rat fragen. Diese Möglichkeit, Themen, die ich im Unterricht noch nicht ganz verstanden hatte, in Ruhe zu erarbeiten, war für mich immer einer der größten Vorteile des IGL-Unterrichts. Auch deshalb bin ich der Meinung, dass der IGL-Unterricht längst ein wichtiger Teil unserer Schule ist, den ich persönlich nicht missen möchte. Ja, vielen Dank, Nele. Wir machen dann weiter mit dem Schwerpunkt Wir für uns. Martin, da würde ich dich bitten, das wirklich nur in aller Kürze zu sagen, obwohl es ein wichtiger Baustein unserer Schule ist, weil es hier um das soziale Lernen geht, aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Wir für uns als Verantwortung, als Fachverantwortung im Ganztag der Europaschule Reinberg. Sie kennen das bestimmt auch, dass wir früher immer gesagt bekommen hat, jetzt lernt endlich mal Verantwortung zu übernehmen. So, und ich mich immer auch die Frage gestellt habe, wie kann man aus Tafel abschrieben lernen, Verantwortung zu übernehmen oder indem ich einfach Bücher lese. Das geht nämlich nicht. Und deswegen haben wir versucht, diese Verantwortung in Schülerhände zu kriegen in Form von der Peer Group Education.
Denn durch die Peer Group Education werden die Schüler in ihrer Selbstständigkeit gefördert und sie übernehmen auch tatsächlich die Verantwortung, denn sie wollen helfen und sie können auch helfen. Neben dieser Peer Group Education haben wir auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass Schüler und Schülerinnen auch Lehrer und Lehrerinnen unterstützen können oder auch das System Schule, denn nicht jeder ist halt geeignet, unbedingt als Übungsleiter zu arbeiten oder mit Kindern dann zu arbeiten. Wir haben bei den Modulen versucht, das so auszuwählen, dass wirklich alle Begabungen von den Kindern angesprochen werden. Wir haben dann einmal die Aktiv-Babys, die Sprachbegabten, Art Deco, das sind die Kinder, die auch bei den Bastelstunden helfen können, in der Mittagspause, oder die Eine Welt-Scouts, die durch gezielte Aktionen die Eine Welt und Europa verbinden, Schüler helfen Schüler, die Schulsanitäter, die an vielen Schulen auch eingeführt sind, die Streitschichter, die Sporthelfer, und Team Technik, wo die Kinder verortet sind, die handwerklich dann halt auch begabt sind. Die Idee ist, dass die Schüler und Schülerinnen in der Abteilung 2, das sind die Jahrgänge 7 und 8, alle Module kennenlernen so, und dann eine fundierte Entscheidung dann treffen können für den Jahrgang 9. Und in der 9 bekommen die halt eine Ausbildung da drin und werden dann gezielt eingesetzt. Ja, Jan Brisnicker berichtet uns jetzt, wie wir für uns in der Praxis aussieht. Bitte, Jan. Ja, von mir nochmal einen guten Tag. Ich stelle mich nochmal ganz schnell vor. Ich bin Jan Brisnicker, bin 16 Jahre alt und gehe auch in die 10. Klasse der Europaschule. Vorab möchte ich erwähnen, dass wir für uns mittlerweile mein Lieblingsfach geworden ist. Durch die Wahlmöglichkeit kann jeder Schüler ein Modul für sich aussuchen, welches ihm gefällt. So entschied ich mich für die vorhin auch schon erwähnten Medienscouts. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich durch Wir für uns selber gelernt habe, in Gruppen etwas zu erarbeiten. Durch Vorträge in jüngeren Klassen steigerte sich auch mein Selbstbewusstsein, weswegen ich vermutlich auch heute hier bin. Nicht nur, dass ich die Ausbildung zum Medienscout äußerst hilfreich fand, sie machte mir auch Spaß. Wir erarbeiteten zu verschiedenen Themen Plakate und informierten uns gegenseitig. So lag der Schwerpunkt des Gestalten des Unterrichts bei uns Schülern, was mir positiv auffiel. Wir bekamen Vorlagen und Informationen, welche uns zum Arbeiten anregten. Des Weiteren gestalteten wir Sprechzeiten für Schüler und Lehrer, falls diese Probleme mit Handys, Laptops oder sonstigem hatten. Dafür gaben wir teamweise unsere Mittagspause, was mir aber nichts ausmachte. Da es mich freute, konnte ich jemandem helfen. Als nächstes wollten wir unsere Kompetenzen weiter ausbauen und entschlossen uns, Hilfe bei PowerPoints anzubieten, was ich als hilfreich und praktisch sah, gerade für jüngere Schüler. Besonders gefallen hat mir die Einheit, in der wir mit von uns gestalteten Plakaten durch ein paar Klassen gingen und die Mitschüler dort über Gefahren im Internet, habt ihr ein sicheres Passwort oder soziale Netzwerke informiert haben. Das Feedback war praktisch und sehr positiv. In meinem zweiten Jahr als Medienscout übernehmen wir die Ausbildung der Neuntklässler. Auch hier macht es Spaß, Lernwege zu erarbeiten und von den Schülern die gestalteten Präsentationen anzusehen. Es ist super interessant, Neues zu lernen, was man vielleicht selber noch nicht wusste, aber man fühlt sich auch ein kleines bisschen schlau, kann man jemandem etwas Neues vermitteln oder etwas ergänzen. Unser Lehrer, der uns quasi nur begleitet, interessiert sich für die Themen und Präsentationen und stellt des Öfteren auch mal Fragen, was die Schüler ermuntert, etwas genauer zu erklären. Alles in allem kann ich sagen, dass ich froh bin, dass es dieses Fach gibt. Ich habe Medienkompetenz durch verschiedene Präsentationen erlernt und ein Fach erhalten, in welchem ich mein Wissen jedem erzählen kann. Das war's von mir. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wir kommen zum nächsten Schwerpunkt, Werkstattlernen. Auch da möchte ich mich ganz kurz fassen. Es ist so, dass das Werkstattlernen bei uns anders angeboten wird als an der Profilschule in Ascheberg. Denn bei uns sind es die beiden Fachbereiche GL und NW, in denen Werkstattlernen stattfindet. Und ich würde da auch sofort das Wort den beiden Schülern geben, nämlich Anna Fischer und Jan-Wilhelm Hasler, die berichten, wie Werkstattlernen bei uns in der Praxis aussieht. Hallo, auch nochmal einen guten Tag von mir. Ich bin der Jan-Wilhelm Hasler, bin 17 Jahre alt und gehe ebenfalls in die 10. Jahrgangsstufe der Europaschule Rheinberg. Als ich vor 2 Jahren das Werkstattlernen begonnen hatte, war ich demgegenüber zuerst sehr skeptisch, aber dennoch neugierig. Es hat zuerst auf mich den Anschein bewirkt, dass es halt wie eine normale Station in einem Fachunterricht ist. Aber nach Arbeit in den Werkstätten kann man sagen, man kann viel eigenständiger und kreativer arbeiten und sein Fachwissen zu den einzelnen Themen dennoch weiter verbessern.
Das Werkstattlernen wird ab der 7. Klasse angeboten, was ich persönlich auch sehr gut finde, daher die Fünftklässler schon vieles Neues also auf sie zukommt. Während den Vorbereitungen auf mein Nischengespräch habe ich mir 2 Schwerpunkte gesetzt und diese noch vertieft und mich damit ausführlicher beschäftigt. Dass jeder Schüler ein Werkstattheft anlegen muss, finde ich sehr gut, da sich in diesem Heft die ganze Arbeit der verschiedenen Nischen widerspiegelt. Außerdem kann man bei Fragen nochmal etwas nachschlagen und nachlesen. Als letztes wird ein Produkt in Form einer Präsentation oder eines Modells erstellt. Bis zu einem festgelegten Datum muss man dann fertig sein und es anschließend der Klasse präsentieren. Meiner Meinung nach ist das Werkstattlernen eine gute Möglichkeit, um viele Fähigkeiten neben dem inhaltlichen Wissen zu erlernen, da es eine freie und interessenorientierte Arbeit ist. Ja, vielen Dank, Anna. Und auch Jan Willem. In den einzelnen Abteilungen, von der Abteilung 1 bis zur Abteilung 4, ist es bei uns so, dass also das Ziel Selbstständigkeit im Fokus steht. So haben wir also von der Abteilung 1 bis zur Abteilung 4 verfolgen wir also kontinuierlich dieses Ziel und es ist den Schülerinnen und Schülern immer wieder transparent. Ganz wichtig ist uns, dass unsere Arbeit, das sagte der Herr Reichert schon eingangs, evaluiert wird. Dass wir also ein Feedback von den Schülerinnen und Schülern, aber auch von den Eltern bekommen, dass wir gemeinsam unsere Arbeit auf den Prüfstand stellen, dass wir gemeinsam mit Eltern, Schülern und Kolleginnen und Kollegen unser Schulkonzept weiterentwickeln. Und dazu ist es uns ganz wichtig, dass wir im Schulverbund Blick über den Zaun mit Schulen arbeiten, die auch reformorientierte Ansätze haben, die ähnlich wie wir in die gleiche Richtung denken und die genauso wie wir uns gegenseitig kritisch beraten. Diese kritischen Freunde tun gut, die führen uns weiter auf den richtigen Weg. Gleichzeitig haben wir durch die wissenschaftliche Begleitung der TU Dortmund, aber auch durch unsere Schulen aus unserem Umkreis immer wieder Rückmeldungen, die wir gerne mit in unsere Schulentwicklung hineinnehmen. Und der enge Kontakt zur Schulaufsicht der Bezirksregierung Düsseldorf, aber auch des Ministeriums, führt auch dazu, dass wir dort in entsprechenden Gremien uns austauschen können und auch unsere Konzepte vorstellen können. Wir hatten das große Glück, 2011 eben als Gemeinschaftsschule an den Start zu gehen und wir hatten auch das große Glück, unsere Schule in ganz Nordrhein-Westfalen vorstellen zu dürfen. Über den Schulverbund Blick über den Zaun sind wir sogar über die Grenzen NRWs bekannt geworden und ich muss sagen, die Arbeit macht Spaß, die Kolleginnen und Kollegen sind motiviert und als wir die COPSOC-Untersuchung hatten, das war die Untersuchung zur Gesundheitserziehung, in NRW wurde festgestellt, dass unsere Kolleginnen und Kollegen stärker belastet sind als Kolleginnen und Kollegen an vergleichbaren Schulen, dass sie aber durchaus zufriedener sind als an anderen Schulen. Und das war für mich eine ganz, ganz wesentliche Aussage. Zum Abschluss, ja, eins hier noch. Die Eltern bei uns waren von Anfang an skeptisch. Die haben gesagt, unsere Kinder sind doch keine Versuchskaninchen. Was machen sie denn alles mit denen? Im Endeffekt waren sie aber sehr zufrieden und sind zufrieden, weil sie eben auch an der Arbeit partizipieren. Zum Schluss die letzte Grundüberzeugung, ebenfalls der Schulen Blick über den Zaun. Gute Schulen entstehen nicht von selbst und kommen nicht von oben. Verantwortlich sind diejenigen, die Schule gestalten. Das sehen wir immer wieder und ich denke, da haben wir heute ja auch wieder 4 tolle Beispiele kennengelernt. Dankeschön. Ja, das war's. Achso, wer an dem PowerPoint-Vortrag interessiert ist, ich habe den hier nochmal mitgebracht, würde den da vorne hinlegen. Dann kann man auch gerne nochmal Kontakt mit uns aufnehmen. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Ich glaube, das Ganze wird auch von allen noch im Netz abrufbar zu sein. Ja. Wir haben fast eine Punktlandung erzielt. Ein wenig drüber, Verständnisfragen würden wir gerne noch zulassen. Und ansonsten gilt dann das, was Herr Giesen auch schon gesagt hat, es gibt die Grenzen der Möglichkeiten. Und wir wollen Sie ja nicht der Kaffeepause berauben. Deshalb jetzt noch die Verständnisfragen,
dann müssen wir leider die Diskussion wieder beenden. Ich hätte die Nachfrage über die Größe der Schule, wenn das also jetzt also 6- bis 7-zügig ist und dann die Oberstufe noch dazukommt, ist das ja eigentlich ein Riesenschulapparat, auch wenn ich das so von diesem Luftbild so sehe, ist das dann nicht irgendwann durchaus unübersichtlich und dann auch etwas schwierig, gerade wenn man sich so intensiv auf die Schüler so einlassen will, oder ja, scheint das kein Problem? Also zunächst, Entschuldigung, wir sammeln. Herr Jörg Obereiner, ich bin Fachlehrer an einer Förderschule KM. Mich würden mal interessieren, wie die Chancen auf dem Ausbildungsmarkt sich denn auch darstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Arbeitgeber sozusagen mit diesem System ohne Noten erstmal nicht so klarkommen. Bei diesem IGL-Unterricht gibt es da jetzt 2 Lehrer zur Verfügung? Also ich habe das vorher nicht ganz verstanden, glaube ich. Ja, also zunächst einmal zur Größe der Schule. Unsere Schule hat jetzt bis zur Jahrgangsstufe 10 947 Schülerinnen und Schüler. Wir gehen davon aus, dass wir also auf 1250 Schüler mit ausgebauter Oberstufe kommen werden. Das entspricht einer großen Gesamtschule, aber bei Gesamtschulen sind diese Zahlen sicherlich durchaus normal. Es ist so, Herr Dahlhaus als ehemaliger Sprecher der Gesamtschulen bestätigt mich da sicher. Zu Ihrer Frage, wie sieht es mit integrativen Schülern aus, haben die Möglichkeiten, also wir sind ja auch eine inklusive Schule, welche Möglichkeiten bestehen auf dem Arbeitsmarkt grundsätzlich? Wir geben ab der Jahrgangsstufe 9 ja Noten, wie jede andere Schule auch. Wir geben nur dazu auch weiterhin die kompetenzorientierten Rückmeldungen in den Lernberichten. Und das ist eigentlich ganz positiv. Wie Herr Reichert schon eingangs sagte, haben wir einen sehr intensiven Kontakt zu Rheinberger und zu Rheinberger Wirtschaftsunternehmen und zu Wirtschaftsunternehmen im gesamten Kreis. Auch da sind wir sicherlich sehr engagiert. Und es ist so, dass wir machen die Erfahrung jetzt erst am Ende der 10, dass also die Schülerinnen und Schüler, die uns verlassen, auch dann die Möglichkeit haben, dort Ausbildungsplätze zu belegen. Einige haben schon ihre Ausbildungsplätze bekommen. Das ist aufgrund der Kontakte, die aufgrund der Potenzialanalyse, der Berufswahlorientierung ab Jahrgangsstufe 8 dann auch gewählt worden sind. Und das Dritte war, ja, das könntest du ihm beantworten. Ja, ganz kurz, also für 2 Klassen gibt es auf einem Flur in 3 Klassenräumen, also einen Mathelehrer, einen Deutschlehrer, einen Englischlehrer, und die Schüler dürfen frei wählen, zu wem sie gehen. Es gibt aber eine begrenzte Anzahl. Also es können jetzt nicht alle 2 Klassen zu einem Lehrer gehen. Ne, das geht nicht. Also laufen die da denn jetzt, also ich habe das jetzt so verstanden, laufen die Lehrer dann so zwischen den Klassen? Nein, die Lehrer sind in einer Klasse und die Schüler gehen zu dem Englischlehrer. Und der Mathelehrer ist in einem anderen Raum und dann gehen die Schüler zu diesem Lehrer, wenn sie Mathe üben wollen. Okay, also ist das so nach Stunde? Also die laufen jetzt nicht hin und her ständig so? Die sind auf einem Flur, sind 3 Klassen belegt. In einer Klasse ist der Deutschlehrer, in einer der Mathelehrer und einer der Englischlehrer. Und die beiden Klassen kommen auf den Flur, haben 3 Klassenräume zur Verfügung und verteilen sich nach den Fächern. Ich glaube, okay. Du meinst mal ja, in welchem Zeitraum die wechseln. Oder dass man erst 20 Minuten nur... Okay, nach jeder Stunde kann man wechseln. Okay. Und in der Woche gibt es 4 Stunden Igelunterricht. Okay, danke schön. Dann habe ich dich falsch verstanden. Ja, ich wollte nur noch mal zur Größe was sagen. Also wir sind dann so gegliedert, wie gesagt, dass wir 4 Abteilungen haben. In der Sekundarstufe 1 haben wir 3 Abteilungen. Abteilung 1, Jahrgangsstufe 5 und 6 und entsprechend fortlaufend. Und die Abteilungen arbeiten auch recht selbstständig, sodass jede Abteilung für sich eigentlich eine kleine Schule ist. Und das ist auch der Vorteil, dass das ganze System nicht unübersichtlich wird. Das bedeutet natürlich, dass wir einen großen Austausch innerhalb der Schulleitung haben müssen. Einmal in der engen Schulleitung mit dem Stellvertreter und mit dem didaktischen Leiter, aber auch mit den Abteilungsleitungen. Und dann natürlich auch noch mit dem Sonderpädagogen etc. Aber das würde jetzt zu weit gehen. Dankeschön. Als ich gestern um 16:30 aus der Schule gekommen bin, war noch irgendwas zu organisieren. Da dachte ich, und morgen hast du noch diese blöde Parteiveranstaltung in Düsseldorf.
Jetzt kann ich sagen, das war wirklich sehr interessant und bereichernd. Und ich danke Ihnen, ich kann Ihnen versichern, sowohl als Lehrer, als Schulleiter, aber auch als jemand, der politisch engagiert ist, das, was Sie machen, verändert die Bildungslandschaft wirklich, weil Sie Inspiration und Anregungen geben. Und auch wenn man das in der ganzen Mühe der Gespräche mit Kollegen, Vertretungsplan und so weiter manchmal nicht sieht, das sind die Visionen, die unsere Bildung besser machen. Und wir versuchen, sie ein Stück weit aufzugreifen und da zu unterstützen. Vielen, vielen Dank für dieses viele Engagement, was wir hier erlebt haben.